Ja, Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, haben wir heute einen ganz speziellen Gast da, der Herr Smudo. Herr Smudo, genau. Herzlich willkommen, Freunde. Mein Name ist Esmo, das Dionas O. Hier bei Fahrdoch mit Gerrit und mir. Und ich zeige euch jetzt, zieht euch warm an, weil es ist kalt, meine Lieblingsstellen auf der Nordschleife. Herzlich willkommen auf der Nürburgring-Nordschleife. Mein Name ist Esmo, das Dionas O. Ich fahre hier seit dem Jahr 2000 in großen und in kleineren Fahrzeugen um die Wette. Und ich zeige euch jetzt mal meine Nordschleife. Kommt mit! Dies hier ist das Schwedenkreuz. Man fährt ein ganzes langes Stück geradeaus, Vollgas, und kommt hier außerdem noch den Berg runter. Und dann gibt es immer diese ominösen Bodenwellen, von denen man redet. Wenn man zu weit links anfährt, ist eine Bodenwelle, und dann kann das Auto aushebeln. Wenn man dann zu nah am Limit ist, dann rutscht der ab und lauter so ein Zeug. Da macht man gar nicht dran denken. Wir stehen hier am Anfang vom Wehrseifen. Das ist fahrerisch, finde ich, eine ganz anspruchsvolle und lustige Anbremsgeschichte, wenn man im Prinzip in zwei Zügen anbremsen muss. Und dann, je nachdem, wie es gelaufen ist, gibt es hier verschiedene Linien. Da fällt einer mal aus, einer mal innen und so. Und gleich da unten ist ein Ex-Mühle. Das ist ein ähnliches Geschlängeln, mit dem Unterschied, dass dort keine Betonmauer ist und nicht so ein kuschelweicher Grashügel. Ich erinnere mich, wie ich da auch einmal reingefahren bin aus Versehen bei Testfahrten. Ganz unangenehm. So, das hier ist der Pflanzgarten-Sprunghügel. Der erste Sprunghügel, da hinten ist der zweite Sprunghügel. Und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstellen, weil das Auto komplett abhebt. Und dann springst du rein, wumms, in diese Senke, und dann macht diese Straße auch so ein Banking, so leicht sich nach innen. Und jedes Prozent, was sich das Meer neigt, je mehr man an den Rand der Straße fährt, desto dann erhöht sich der Grip im Quadrat, was extrem ist. Und hier kannst du auch sehen, der einen richtig schönen, sauberen Strich fährt.